Die Kirche St. Germain und der Taubenschlag von Merville. Mit dem alten Turm, einzigem Überbleibsel von der Zerstörung des mittelalterlichen Schlosses im 15. Jahrhundert, liefern die Kirche von Merville und der Taubenschlag das letzte sichtbare historische Zeugnis der Gemeinde vom Mittelalter bis zur alten Staatsform. Der Stein von Caen ist allgegenwärtig. Die Kirche unter dem Schutzpatronat des heiligen Germanus von Auxerre stammt aus dem 12. Jahrhundert. Aus dieser Zeit hat sie zwei charakteristische Relikte der romanischen Normandie behalten: verzierte Kragsteine unter dem Gesims an beiden Seiten des Kirchenschiffs und Mauerwerk im Fischgrätenverband, welche das Gesamtbild wieder aufwerten, nachdem sie von der dicken Gipslage aus dem 19. Jahrhundert befreit wurden. Wie auch in Salenellen überragt ein Glockenturm aus dem 18. Jahrhundert den Westgiebel, in dem zwei Glocken untergebracht sind. Die älteste stammt von 1761, sie zählt zu den ältesten Glocken der Region Calvados. Die zweite wurde von Monsieur Gaston Legris und Madame René Cornet im Jahre 1923 auf den Namen Charlotte Marine getauft. Im 15. Jahrhundert hat die Kirche bereits eine erste bedeutende Modernisierungswelle erfahren, die nach den Beschädigungen durch die Zerstörung des benachbarten Schlosses vollzogen wurden. Zwei Lavabos und mehrere Spitzbogenfenster stammen aus dieser Zeit. Das an der Nordwand des Schiffes befestigte Kreuz war früher am sogenannten Triumphbogen angebracht, dem Querbogen, der das Schiff vom Chor trennte, also dem Bereich, der dem Klerus vorbehalten war. Am unteren Ende dieses Kreuzes erblickt man eine Schlange, die in eine Frucht beißt. Hinweis auf die Erbsünde von Adam und Eva und Symbol für die Erlösungsverkündigung. Das Gemälde hinter dem Hauptaltar, das zu mehreren Bildern des Altaraufsatzes gehört, zeigt die heiligen Germanus und Lupus bei ihrem Aufbruch nach Großbritannien im Jahre 429. In dieser Szene trifft der heilige Germanus auch zum ersten Mal auf die kleine Genoveva von Paris, der späteren Schutzheiligen der Stadt. Aber auch die gegenwärtige Epoche hat ihre Spuren hinterlassen. Die Taufbecken aus rosa Marmor stammen aus dem 20. Jahrhundert. Der Kreuzweg wurde von verschiedenen Familien aus Merville gestiftet. Arbeiten aus noch jüngerer Zeit haben maßgeblich zu einer Wertsteigerung des Bauwerkes beigetragen. Sie konnten dank der Stifter ausgeführt werden, welche dem Spendenauflauf von 209 folgten. Der Taubenschlag im Osten der Kirche wurde von seinem jetzigen Eigentümer vor dem völligen Verfall gerettet. Er wird von einem weit geöffneten Bogenabschnitt überspannt. Der Zeitpunkt seiner Einrichtung liegt im Dunkeln. Gemäß dem Brauch in der Normandie war der Besitz eines Taubenschlags Adligen vorbehalten, die ein Rittergut besaßen, das heißt, die dem König als Ritter dienten. Das Innere wurde in einzelne Nischen unterteilt, die man Bulins nennt, und die hier die stolze Anzahl von 1180 erreichten. Jede Nische, die in die Tiefe der Außenwand eingelassen ist, konnte jeweils ein Taubenpärchen beherbergen. Im Zentrum des Taubenschlagbodens befindet sich ein harter Stein, der Foire genannt wird. Dieser durchbohrte Stein diente als Lager für die Achse einer einfachen oder doppelten Drehleiter, worüber man zu den Bulins gelangte, um die Nester zu reinigen sowie Eier und Taubenküken zu entnehmen. Wieso waren die Tauben so begehrt?
wegen ihres hartes, sehr geschätzten Fleisches und wegen ihrer Exkremente, die als Mist im Gartenanbau eingesetzt wurden. Bis ins 9. Jahrhundert hinein lieferten sie den besten Dünger. Für das 17. Jahrhundert schätzt man die Zahl der Taubenschläge in ganz Frankreich auf über 40.000. Allerdings verursachten die Tauben beträchtliche Schäden in den Feldern, vor allem während der Saat- oder in der Erntezeit. Aber den Bauern war es unter Androhung schwerster Strafen untersagt, sie zu bejagen. Nach der Revolution und dem Abbau der Privilegien wurden die Rechte des Taubenschlagbesitzers der Klassengleichheit unterworfen. Die Taube, einst dem Adel vorbehaltenes Haustier, wurde zum Wildbret für jedermann.